Wenn eine Vision zur Wirklichkeit wird. Unter diesem Motto stand die feierliche Eröffnung des Bundesoberstufenrealgymnasiums in Guntramsdorf. Dabei konnten einige Schüler dem prominenten Publikum vorführen, wie viel Kreativität, Talent und Potenzial in ihnen steckt. Sollen für eine höhere Schulbildung nicht ihren Heimatort verlassen müssen, sondern vor Ort bis zur Matura gehen können. Das war die Vision des Altbürgermeisters Karl Sonnweber, die sich nun in einem modernen Schulgebäude manifestierte. Ich freue mich heute, dass hier ein großes Umfeld mitgetan hat bei meinen Gedanken, um das umzusetzen. Bei allen Projekten kommt es auf die Gunst der Stunde an. Wir haben gewusst, wenn wir es jetzt nicht schaffen, von den Kontakten her, dann könnte es sein, dass das Projekt fällt. Ich muss mich auch bedanken bei meinen Koalitionspartnern. Wie wir heute wissen, stand das Projekt 2015 sehr an der Kippe. Gott sei Dank haben wir Mut bewiesen, Konsequenz und so können wir den heutigen Tag gebührend auch feiern. Glas und Stahl, aber auch Naturmaterialien und frische Farben dominieren die Optik des Neubaus. Bei seiner Errichtung gab es zwar ein paar Hürden zu überwinden, aber nun sind alle glücklich damit. Von Bildungsministerin Dr. Sonja Hammerschmidt bis zu den Schülern, die nun endlich von engen Containern ins großzügige Schulgebäude übersiedeln können. Jetzt mal ganz persönlich, welche Gefühle hat man, wenn man so eine neue Schule sieht? Dass man wieder anfangen möchte, in die Schule zu gehen, definitiv. Denn das sind einfach für Schulbauten, das sind ganz neue Art von Schulbauten, die sehr viel offener sind, sehr viel mehr ermöglichen, ganz anders zu unterrichten, in themenspezifisch, fächerübergreifend, klassenübergreifend zu unterrichten. Die bieten einfach viel mehr an Möglichkeiten für moderne, innovative Pädagogik und das ist super. Ich sehe, ihr habt auch gute Sportsäle im Keller unten. Ja, die sind jetzt auch neu für uns, für die Sportklasse vor allem. Ist natürlich schön, wenn wir den Sport so betreiben können, weil wir haben damals immer in andere Sporthallen fahren müssen. Und, ja. Wie war die Schulzeit hier früher? Ja, wunderbar. Ich wollte nämlich nach der Volksschule im Ort bleiben, habe hier die Mittelstufe, sprich damals die Hauptschule, absolviert und musste dann ausweichen nach Wien in die Oberstufe. Und jetzt kann man das alles hier machen. Ich finde das großartig. Weil es eben, wie schon angesprochen, jetzt die Chance gibt, in einer sehr einwohnerstarken Gemeinde wie Guntramsdorf, natürlich auch mit den umliegenden Gemeinden, vom Kindergarten bis zur Matura alles an diesem Ort zu absolvieren und damit Guntramsdorf einfach ein attraktiver Wohnort auch für die Zukunft ist und bleibt. Das Gefühl ist ein sehr erleichterndes, weil wir jetzt alle auf diesen Tag hingearbeitet haben. Und wir sind ja erst seit 3. Februar erinnern. Ja, das heißt, die Semesterferien, da haben einige noch die Räume aufgefüllt und angefüllt und geschaut, dass dann nach den Ferien alles mit frischem Elan beginnen kann. Es waren die ganzen Computer zu installieren. Das ist alles in den Ferien von den Lehrern gemacht worden. Und jetzt ist schon so, man merkt ein bisschen die Energie draußen. Ja, und man freut sich, wenn der Alltag einkehrt und wir einfach nur wieder unterrichten dürfen. Ja.